Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen bei Kanal Telemedial. Heute mache ich mit euch eine Studie, wie Bürgermeister Kommunalwahl-Manipulationsunterwanderung läuft vom Allerfeinsten. Unter einem, kann man sagen, Scheinaufwand wird ein Beitrag zum Thema Kernen gemacht, obwohl der Wechsel schon lang stattgefunden hat, wird jetzt aktuell im Rahmen vom Wahlkampf in Alfdorf in der Stuttgarter Zeitung diese Parole rausgegeben. Wechseln im Kerner Rathaus. Erfolgreiche Attacke nach Drehbuch. Ja, Folgendes ist dort passiert. Der amtierende Bürgermeister, Herr Altenberger, hatte nicht vor, eine Wahlveranstaltung zu machen, geschweige denn einen Wahlkampf zu machen, weil er mit keinem Gegenkandidat rechnete. Er wusste zwar schon, dass Herr Speitelsbach kandidierte, doch dies wurde geheim gehalten. Als dann 3 Tage vor Torschluss freitags, damit es in der Samstagsausgabe erscheinen kann, Herr Paulowitsch gemeinsam mit dem Fotograf des Zeitungsverlages seine Wahlbewerbung eingeworfen hat, war Altenberger überrascht und war nicht vorbereitet. Im Hintergrund hat sich Paulowitsch sehr gut vorbereitet gehabt und die Kampagne wurde so ausgelegt, dass der Zeitungsverlag den Mitbewerber Speitelsbach und mich als nicht wählbare Dauerbewerber dem Kandidaten, den Bürgern vorgestellt wurde. Und der Favorit Paulowitsch wurde dann als Herausforderer gegen den amtierenden Amtsinhaber ins Rennen geschickt. Und im Hintergrund hat die SPD die Bürger organisiert. Und Herrn Paulowitsch, der selbst ein SPD-Parteibuch hat, versprochen hat, wenn er gewählt wird, dass er aus der Partei austreten wird, wird er wohl nicht halten, spielt auch keine Rolle. Die Partei hat ihn unterstützt und Gemeinderäte sollten sich aus der direkten Demokratiewahl, der Bürgermeisterwahl zurückhalten, damit keine Wahlmanipulation stattfindet. Hier hat aber der Gemeinderat und die Waiblinger Zeitung mit ganz vielen Methodiken, mit illegalen, kriminellen Mitteln das Kommunalwahlrecht von Baden-Württemberg unterwandert. Und eben die Parole ist hier aufgestellt. Es wird auch noch mal das Foto gezeigt. Die beiden gegeneinander loslassen und Hornauer ausgrenzen. Wir schauen mal den Beitrag noch ein bisschen detaillierter von der Stuttgarter Zeitung an. Und hier ja, werden nochmal die Erfolgsergebnisse gezeigt und wird die ganze Gebrauchsanleitung nochmal geschrieben, mit welchen Schwerpunkten, wie mit Sprüchen zuhören und auf Augenhöhe. Ja, auch, genau, in Kirchheim-Tech, da gab es ja sogar die Wahlmanipulation,
die so weit erwischt wurde, dass das Ergebnis schon 3 Tage früher von der Briefwahl bekannt wurde. Und man sagte dann, dass es sich bei der Briefwahl, bei dem Ergebnis um einen Test gehandelt hat, aber dieser Test lag sehr, sehr nahe an dem tatsächlichen Ergebnis, wie dann tatsächlich gewotet wurde. Also hier ist sehr wahrscheinlich, dass die Herrschaft über die Quote wahrscheinlich auch schon ganz sicher in der Hand des Zeitungsverlages liegt, nach den ganzen Erkenntnissen. Übrigens habe ich dort eine sehr intensive Wahlarbeit gemacht. Ich habe sehr viel plakatiert und mit den Leuten geredet, habe auch bei der Kandidatenvorstellung gesprochen, habe von mehreren Bürgern großen Zuspruch nach meiner Rede bekommen. Doch Herr Speitelsbach, der null Wahlaktivitäten hatte, der nicht vor Ort war, hat trotz alledem doppelt so viel Stimmen wie ich bekommen. Also die Meinungsbildung für die Bevölkerung, die die Zeitungen vorgeben, funktionieren sauber und perfekt. Eine perfekte, saubere Arbeit, die hier betrieben wird, meines Erachtens allerdings Demokratie zerstörend und dies eben von einer demokratischen Einrichtung, die eigentlich eine Säule, nämlich über die Pressefreiheit zur Meinungsbildung der Bürger, genau das Gegenteil für das, was sie eigentlich tun soll, bewirkt. Das muss früher oder später für uns in Deutschland ein übles Ende haben. Ja, wir gehen dann weiter. Wir sehen dann hier, habe ich aufgestellt, wir sehen in der Mitte auf Nummer 2 den Herrn Pavlovich, wie er sein Kuvert einwirft. Wir sehen das Gleiche nochmal beim Bewerber Krötz. Und dann hier unten, das ist eine Bewerbung in Lorch, immer wieder dabei. Und hier laufen dann die Drehbücher. Ne? Ja, so sieht es aus. Hier, ich werde als König Hornauer kandidiert in Alfdorf, schreibt die Münder Tagespost. Und auch irgendwo hat die Stuttgarter Zeitung auch nochmal berichtet, habe ich gerade nicht da, auch Stuttgarter Zeitung schreibt ganz genau, auch wie hier die Münder Tagespost, König in Anführungszeichen, Hornauer kandidiert in Alfdorf. Also der König wird deplatziert und ausgegrenzt. Die Parole steht. Und wie das Ganze dann abläuft, sehen wir jetzt an diesem Beitrag. Jetzt berichtet die Welzheimer Waldzeitung, natürlich alles immer gesteuert vom Zeitungsverlag Weiblingen, dass eben die Kandidaten zugelassen wurden. Aber ich werde hier jetzt schon an dritter Stelle genannt, obwohl ich an zweiter Stelle die Bewerbung eingereicht wurde, wird jetzt schon Krötz hinter Michael Segan gestellt und ich werde zum Schluss in der letzten Zeile erwähnt. Das zeigt schon vor, bitte alle Hornauer als Dauerkandidat, natürlich, der gehört auf den letzten Platz.
So, hier schreibt man dann wieder, drei Männer möchten Schultes in Alfdorf werden. Und bezieht sich jetzt aber auf, welcher Kandidat ist für diese neue Aufgabe der Beste? Natürlich ich, weil ich der Beste bin, der weiß, wie man mit viel Geld umgeht. Mit Roland Krötz, ein Pressesprecher der Polizei, der 4 Wochen Urlaub macht, Herausforderer. Und der dritte Bewerber ist Thomas Hornauer aus Plüderhausen. Also hier ist schon die Irreführung sehr deutlich. Ich bin der zweite Bewerber und natürlich nicht der dritte Bewerber. So, dann zwei Kandidatenvorstellungen sind geplant. Ab jetzt müssen wir auch eine ernste Sache machen, denn ich werde im Gesamtzusammenhang dieses als E-Mail-Video an die Wahlaufsichtsbehörde des Kreis Weiblingens weiterleiten müssen, weil jetzt ein Grund vorliegt, dass die Kommunalwahl abgesagt werden muss. Denn zwei Kandidatenvorstellungen sind geplant, und zwar einmal der 23. Januar wird hier geschrieben, die Kandidatenvorstellung. Das ist die offizielle Kandidatenvorstellung, die nach dem Kommunalwahlrecht veranstaltet wird. Auch der Zeitungsverlag Weiblingen wird eine separate Kandidatenvorstellung mit Rahmenprogramm durchführen. Bei dieser Kandidatenvorstellung wurde ich in Kernen ausgeladen. Das Ausgrenzungskonzept scheint hier übernommen zu werden. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, ob ich vom Zeitungsverlag Weiblingen zu dieser Veranstaltung geplant am 27. Januar im Bürgerzentrum in Faulbronn eingeladen werde. Aber hier findet keine Abgrenzung statt. Hier spielt sich der Zeitungsverlag Weiblingen schon auf, wie wenn er der Veranstalter einer Wahl ist. Die Meinung hat er für euch schon gebildet, wie ihr zu sehen und zu denken habt. Und hier wird nun klar sichtbar, dass keine Differenzierung stattfindet zwischen der offiziellen Kandidatenvorstellung nach dem Kommunalwahlrecht. Und hier auf diese Weise maßt sich die Zeitung an, nämlich ein Teil der Kommunalwahl, des Kommunalwahlrechts zu sein. Doch unter dem Recht der Medien und der Meinungsfreiheit wird dort im Feuilleton-Stil nicht journalistisch nach politischen Regeln, nämlich der sachlichen Berichterstattung im Feuilleton-Stil, ein Frage- und Antwortspiel gemacht, in dem nur der Zeitungsverlag die Fragen stellt. Sollte bei der Bürgermeisterwahl Kandidatenvorstellung der Gemeinde Alfdorf der Gemeinderat entschieden haben, dass die aktuellen Kandidaten immer nur einer im Raum sein darf, wie ich vermute, dass dieses Format so abgehalten wird und dass man auch die Übertragung im Livestream nicht gestattet, kann natürlich wiederum bedeuten, dass auch der Gemeinderat damit den neuen Medien keine Chance gibt, mit den modernen Mitteln aufgrund des Formates mit der scheinbaren Chancengleichheit nicht gestattet, den Livestream zu übertragen
und man gibt dazu gleich dem Zeitungsmonopol der abgestimmten Presse die Exklusivhoheit, so dass nur eine kleine Minderheit der Wähler die Kandidatenvorstellung erfahren wird. Ja, insgesamt werde ich dann noch weiter euch über diese Kommunalwahl in Alfdorf als Studie mit Kanal Telemedial auf dem Laufenden halten. Und ich hoffe, ich habe ein bisschen Detektivinstinkt in euch geweckt. Und ich hoffe, dass es langsam anfängt, bei euch zu klingeln und dass es mir gelungen ist, euch etwas neugieriger auf Kommunalwahl, Bürgermeisterwahl zu machen. In diesem Sinne, Herz 5 und Hua Chai Ha, euer Thomas.